sagte, ich werde euch helfen. So, geben Sie mir das hier. Oh, Sie retten mir das Leben. Ursache. Katharina, danke, dass du vorbeikommst. Susanne sagte, du wolltest mich sprechen? Ja, allerdings muss ich vorher erst noch Sophia sprechen. Könnten wir uns etwas später unterhalten? Ja, sicher. Ich werde mit Susanne hier warten. Das dauert bestimmt nicht lange. Was soll all dieser Krempel? Weiß er noch nichts davon? Wovon? Damit packe ich meine Bilder ein. Warren Lockridge ist so freundlich, sie auszustellen. Warren Lockridge? Hat er jetzt auch eine Galerie? Etwas viel Besseres als eine Galerie. Ein riesiges Schaufenster und dort wird er nur meine Gemälde ausstellen. Wow, das ist ja fabelhaft. Wer weiß, vielleicht verkaufe ich sogar mal eins. Das wäre eine völlig neue Erfahrung für mich. Sie verkaufen bestimmt mehr. Ich meine, so gut wie Ihre Bilder sind. Danke, dass Sie mir Mut machen. Ist doch klar. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass Sie und Warren sich näher kennen. Näher nicht. Eigentlich weiß ich von ihm lediglich, dass sein Zeitungsverlag ein großes Schaufenster hat und dass er ziemlich stinkende Zigarren raucht. Aber er ist ein Original. Oh, ich glaube, ich muss gehen. Katharina, wir sprechen uns später. Grüß Sophia, bitte. Mach ich. Er gibt mir immer so ein gutes Gefühl, was meine Arbeit anbelangt. Was gibt's denn? Stimmt irgendwas nicht? Warren hat meine Nachricht für Dash nicht gedruckt. In der Zeitung steht nichts. Hat er nicht? Ich habe mich darauf verlassen. Wie soll ich ihn jetzt bloß wiederfinden? Ich werde mit ihm noch mal reden müssen. Ich dachte, das gefällt ihm. Ja, ja, es ist sehr schön. Aber der Schleier macht mir etwas Kopfzerbrechen. Sie haben so wunderschönes Haar. Wir stecken ihn lieber etwas weiter nach hinten. Okay. Ich rufe doch Kelly an. Wieso denn? Aber Cassie, Sie müssten ganz aus dem Häuschen sein vor lauter Glück. Immerhin suchen Sie Ihr Brautkleid aus und planen Ihre Hochzeit. Ich deprimiere Sie anscheinend. Gina, nein, nein, das ist, das stimmt nicht. Hören Sie, ich rufe Kelly sehr gern an. Mir macht das überhaupt nichts aus. Es ist nicht Ihre Schuld. Tut mir leid, wissen Sie, ich habe einfach zu viel um die Ohren. Ohne Sie wäre ich aufgeschmissen. Ich weiß Ihre Hilfe sehr zu schätzen. Wirklich nett von Ihnen, aber falls ich Sie verrückt machen sollte, kann ich das verstehen. So geht es mir auch mit diversen Leuten. Nein, nein. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Ach, was würden Sie davon halten? Wo ist es denn? Ach, was halten Sie von dem hier? Ich finde es sehr schick. Aber... Aber? Für Sie stelle ich mir eher etwas Klassisches vor, ja. Das würde Ihnen ganz toll stehen. Aber Sie suchen Ihr Hochzeitskleid schließlich nicht nach meinem Geschmack aus. Einverstanden. Oh. Sind Sie sicher? Ja, es ist optimal. Sie haben vollkommen recht, Gina. Bestellen Sie es für mich? Selbstverständlich. Sie werden toll aussehen und als Bouquet dazu ein Strauß schneeweißer Rosen. Mit einer Schleife aus Brüsseler Spitzen und weiße Handschuhe natürlich. Die dürfen wir nicht vergessen. Lange weiße Handschuhe gehören dazu. Sie werden wundervoll aussehen. Dir zeige ich's, Capua. Und, hat es dir auch so gut gefallen wie mir? Ich will dich nachher noch sehen. Ich weiß nicht genau, ob ich schaffe. Ich habe noch was zu tun. Willst du dich wieder verprügeln lassen? Mal sehen. Thank you.
Ja, es ist äußerst befriedigend, Sophia behilflich zu sein. Sie war auch immer sehr freundlich zu mir, als ich noch klein war. Sie hat alles getan, damit ich das Gefühl hatte, ein Familienmitglied zu sein. Ja. Nun ist sie froh, dich zu haben. Sie erholt sich wieder. Es geht ihr mit jedem Tag etwas besser. Fein, das freut mich zu hören. Und bitte bestell ihr, dass ich hier wäre. Sie soll ruhig wissen, dass ich zu ihr wollte. Ja, ich würde sie erwecken, aber... Nein, nein, schon okay, das sehe ich ein. Sie braucht ihre Ruhe, alles klar. Ich muss sagen, es ist sehr amüsant, so mit dir zu reden. Inwiefern? Na ja, als wären wir alte Bekannte. So verbindlich und freundlich. Ja, ich weiß. Wer hätte das gedacht? Ach ja, Cruz. Ich habe mich dir immer so nahe gefühlt. Dir und deiner Familie. Ich meine, so nahe standen mir die Carports jedenfalls nie. Du standest mir auch immer sehr nahe. Aber eigentlich liegt das doch auf der Hand. Man hat uns beiden schließlich keinen silbernen Löffel in die Wiege gelegt. Nein. Weißt du, im Krankenhaus hatte ich mehr als genug Zeit zum Nachdenken. Und ich habe erkannt, wie schwer die Ehe mit mir für dich gewesen sein muss. Nein, durchaus nicht. Ich wüsste nicht, warum es schwer gewesen sein soll. Ich weiß doch, dass du das nur für Brandon getan hast, Cruz. Und ich habe schon damals begriffen, dass du ein außergewöhnlicher Mann bist. Natürlich war ich damals auch schwer in dich verliebt, was sehr hilfreich war. Ich war immer so verliebt in deine Augen. Aber deine Augen sind auch nicht zu verachten. Ich meine, wir beide... Wir hatten auch viel Spaß. Ja. Ja. Ich werde mal lieber verschwinden. Cruz, habe ich dich... Nein. Habe ich dich verjagt? Ganz und gar nicht. Ich habe noch zu tun. Nein, ich hoffe, du verstehst das. Ich habe nämlich nur einen einzigen Wunsch. Ich will weiter nichts, als dass wir offen miteinander reden können. Ja, ich weiß, du gehörst noch immer zu Eden. Das vergesse ich nicht. Und es ist etwas Heiliges, wenn du spürst, dass du zu dem Menschen gehörst, den das Schicksal für dich bestimmt hat. Das würde ich dir auch wünschen. Mehr als alles andere auf der Welt. Danke. Und dieser jemand liebt mich hoffentlich so sehr, wie du ihn liebst. Ganz bestimmt. Komm her. Ja. Er wird nur nicht diese wunderschönen Augen haben. Also, ich rufe dich an, wenn Sophia aufwacht. Okay. Okay. Es war schön, mit dir zu reden. Es hat mir gut getan. Es ist doch schön, mit dir zu reden. Bitte, bitte, ich bitte Sie. Ich dürfte einer der besten Kunden Ihrer Bank sein. Ich mache seit Jahren sehr viele Geschäfte mit Ihnen. Ich gebe zu, dass es sich zurzeit nur um Kredite handelt. Das weiß ich auch. Aber das ist doch nur momentan so. Sie müssen auf das Ganze sehen und die künftige Entwicklung mit einbeziehen. Wenn ich von Ihnen keine 60.000 Dollar kriege, an wen soll ich mich Ihrer Meinung nach sonst wenden? Stellen Sie sich vor, eines Tages expandiere ich. Ja, richtig. Dann würden Sie sich freuen, wenn ich zu Ihnen käme. Oder glauben Sie, William Randolph Hearst war anfangs nicht in den roten Zahlen? Ich werde Ihnen was sagen. Ich weiß, dass Sie in Ihrer Bank noch nicht viel zu entscheiden haben, aber Sie können von Anfang an dabei sein, wenn ein ganzes Imperium entsteht. Deutlicher kann man kaum werden. Hallo? Hallo? Ja. Haben Sie die Bilder entwickelt? Hören Sie, ich brauche sie sofort. Ja. Hallo? Hallo. Und wie geht's? Nun, ich lebe noch, wie du siehst. Tja, komme ich ungelegen? Nein. Nein, es passt mir sogar hervorragend. Warte. Ich hol dir einen Stuhl, dann kannst du...
kannst du dich hinsetzen. Du kommst, um mir zu sagen, dass der Teufel persönlich die Hochzeit verbietet. Nicht. Warren, bitte. Was denn? Soll ich mich nicht darüber lustig machen? Es fällt mir schwer, das ernst zu nehmen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Ich dachte, ich könnte herkommen und wir reden in aller Ruhe. Wieso bist du hier? Ehrlich. Keine Ahnung. Der Grund muss mir plötzlich entfallen sein, schätze ich. Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Wirklich nicht? Dann solltest du dich vielleicht selbst einmal gründlich befragen. Vielleicht kommst du zu mir, weil ich einer der wenigen Menschen bin, zu denen du Vertrauen hast. Du willst dich von dieser Hochzeit abbringen lassen. Weißt du, wenn ich dich so reden höre, finde ich das schon ziemlich komisch. Wir haben uns geliebt, Cassandra. Und das hat man uns weggenommen. Es wurde uns einfach entrissen. Mach, was du willst. Von mir aus werde Nonne, aber heirate um Gottes Willen nicht diesen Kerl. Ich will das nicht hören. Cassandra, tu's nicht. Lass dich nicht auf eine Ehe mit Mason ein. Dieser Zyniker findet schon ein anderes Opfer. Lass mich doch endlich zu Wort kommen, dann erfährst du, warum ich hier bin. Ich wollte dir Folgendes sagen. Solltest du meine Hochzeit in irgendeiner Weise stören, werde ich dir das niemals verzeihen. Kümmer du dich doch einfach um dein Leben und ich tue genau das, was ich tun muss. Es ist doch so, dass... Cassie, tu's nicht. Was ist das? Was ist das? Wozu brauchst du eine Kanone? Hey, haben Sie Katharina gesehen? Wir waren hier verabredet. Oh, ein Rendezvous? Nein, nicht so ganz. Wir sind nur Freunde. Ich lerne gerade Ihre Sprache. Meinen Sie tatsächlich, sie hat irgendjemanden? Ich weiß noch nicht wen. Tja. Finden Sie es doch raus, sie ist leicht zu beeindrucken. Ich will verhindern, dass sie ausgenutzt wird. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dass du väterliche Gefühle hegst. Ich zähle auf deine Hilfe, wenn Junior oder Juniorette in die Pubertät kommen. Wie habe ich das nur verdient? Mach dir um Katharina keine Gedanken. Ich habe sie kennengelernt, sie hat einen klaren Verstand. Sie ist weder total naiv, noch ist sie dumm. Sie kommt schon klar, keine Angst. Sie redet mit dir und dann ist sie nicht naiv? Wann wirst du es endlich lernen? Aus jedem kleinen Mädchen wird irgendwann eine erwachsene Frau und dann macht sie, was sie will. Das kannst auch du nicht verhindern. Katharina ist hier in einer neuen, viel offeneren Gesellschaft und daran ist sie nicht gewöhnt. Kannst du das verstehen? Sisi, wir sprachen doch über Männer. Und nach allem, was ich ihr geraten habe, schafft sie es. Du hast sie beraten und das soll mich nicht aufregen? Ich weiß, dass du sehr viel Stress hast. Und dann brauchst du jemanden, auf den du losgehen kannst. Und in dem Fall bin ich es eben. Das ist schon okay. Ich kann das verstehen. Aber sorge dich nicht um Katharina. Mein Gefühl täuscht mich nie. Seit wann? Habe ich für mein Baby nicht den richtigen Vater ausgesucht? Die macht mich wahnsinnig. Hi. Hi. Warren war nicht da. Ich habe ihm eine Nachricht hinterlassen. Wir bringen nachher ein paar Bilder rüber. Vielleicht erwischen Sie ihn dann. Ich nehme an, es gibt irgendeine Erklärung dafür. Ich wüsste nicht, wie ich sonst Kontakt mit Dasha aufnehmen sollte. Wird schon klappen. Ich wusste nicht, dass es so schmerzhaft sein kann, jemanden zu mögen. Wenn es einem ernst ist, wird man sehr verletzbar. Und ich denke, Dash bedeutet Ihnen mehr, als Sie geglaubt haben. Ja, und ich dachte, er mag mich auch. Sind Sie zum ersten Mal verliebt? Ob das Liebe ist, weiß ich nicht mal, aber es ist das erste Mal, dass ich so etwas empfinde. Uns wird schon was einfallen. Hi. Was ist? Tja, wir überlegen gerade, wie wir es anstellen, um Katharinas Freund zu finden. Er ist offenbar verschwunden. Das klingt nach meinem Job. Vielleicht kann ich helfen. Glaubst du? Ja, wie heißt er? Dash. Dash Nichols. Cassie, wir müssen mal reden. Ich hab zu tun. Hier läuft doch irgendetwas total schief. Nicht wahr? Eine bevorstehende Hochzeit löst Angst und Schrecken aus und haut bekanntlich den stärksten Mann. Hören Sie sofort auf, okay? Lassen Sie das, Michael. Was soll das? Was wollen Sie eigentlich von mir? Was wollen Sie? Soll ich die Beichte ablegen oder keineswegs. Als guter Freund würde ich gerne mit Ihnen reden, wenn Sie es erlauben. Nein, ich habe genug davon. Alle reden auf mich ein und machen mir Vorwürfe. Alle wollen mich in Grund und Boden reden. Und ich würde darauf wetten, dass Mason nicht dazu gehört. Und
Wieso nicht? Weil er ganz genau weiß, dass er das nur durchziehen kann, wenn keiner von ihnen auch nur eine Sekunde darüber nachdenkt. Cassie, Sie haben gerade erst erfahren, wer Ihre Mutter ist. Cici hat Sie aus der Familie verbannt, an der Sie hingen. Und dann noch die Sache mit Warren. Ich meine, Ihr Leben war im letzten halben Jahr nicht gerade besonders erfreulich. Stimmt, das können Sie laut sagen. Und jetzt das? Wollen Sie das wirklich? Ich meine, verliebt man sich wirklich Hals über Kopf in Mason Campbell? Der Mann ist nicht gerade das, was man als die Beständigkeit in Person bezeichnen würde. Es war ein Fehler. Was will ich eigentlich hier in Santa Barbara? Warum bin ich nicht im Orient? Warum müssen wir immer die Wahrheit erfahren? Woher waren wir glücklich? Ich hasse die Wahrheit. Jetzt haben Sie ja Mason. Er ist so weit von der Wahrheit entfernt, wie es nur geht. Sie sind wirklich ein liebenswerter Mann, Michael Darnley. Ja, weil Sie eine sehr bezaubernde Frau sind, möchte ich Sie bitten, auf sich Acht zu geben. Überlegen Sie sich, worauf Sie sich einlassen. Michael, ich weiß, was ich tue. Zumindest im Hinblick auf Mason. Und ich glaube, ich tue das Richtige. Hm. Was? Sind Sie mir bei etwas anderem behilflich? Ja, natürlich. Worum geht's? Was ist? Es geht um Warren. Ich habe Bedenken. Weshalb denn? Ich fürchte, dass er diese Hochzeit irgendwie verhindern will. Ich habe solche Angst vor ihm, Michael. Zeitungsannonce suchen wollen, aber... Wie lange ist er denn schon weg? 2 Tage. Das ist noch nicht sehr lange. Er hat seinen Job bei der Brandverhütung geschmissen, ohne mir etwas zu sagen. Das sieht ihm allerdings nicht ähnlich. Du kennst ihn wohl? Ja, ich kenne ihn flüchtig. Da musst du auch wissen, dass er sowas nie machen würde. Sag mal, wie gut kennst du ihn? Seid ihr nur gute Freunde oder ist es mehr? Wir haben uns ziemlich gern. Aber er hat mir mal gesagt, dass ich ihn nicht wirklich kennen würde. Ich weiß nicht, vielleicht stimmt es ja. Weißt du, aus welchem Grund er weg ist? Ich bin mir nicht sicher. Neulich im Wald gab es eine Prügelei, keine Ahnung. Vielleicht wollte er mir nicht wehtun und ist deshalb verschwunden. Zieh lieber die Konsequenzen. Weißt du, manchmal ist ein Ende mit Schrecken sehr viel besser als ein Schrecken ohne Ende. Cruz, sag mir nicht sowas. Hilf mir, ihn wiederzufinden. Sie, ich wusste nicht, dass du kommen wolltest. Guten Morgen. Guten Morgen. Darf ich reinkommen? Bitte. Ich wünschte, du hättest vorher angerufen, weil Sophia schläft noch und ich möchte sie nicht aufwecken. Mhm. Nein, in Wahrheit hat sich nichts geändert. Sie möchte dich noch immer nicht sehen. Vielen Dank. Wofür denn? Dass du versucht hast, es zu verharmlosen. Ich tue nur das, was Sophia ausdrücklich gesagt hat. Ich hoffe, du verstehst das. Ja, sicher, Santana. Kannst du ihr nicht einfach ausrichten, dass ich hier war und... dass sie mir fehlt. Das Haus ist ohne sie so leer. Du denkst vermutlich, das habe ich verdient, nicht wahr? Nein. Einsamkeit wünsche ich nun wirklich niemandem. Nein, das würdest du wohl nicht. Du solltest lieber gehen. Würdest du... mir einen Gefallen tun? Nein, es ist eigentlich kein Gefallen. Ich will dir ein Geschäft vorschlagen. Sieh, nein. Hör doch mal dir das zu. Aus dem Kopf. Ich will dir kein Geld bieten, damit du mich zu Sophia lässt. Ich habe nachgedacht und da fiel mir ein, dass du mal eine talentierte Innenarchitektin gewesen bist, eine Designerin. Ja, das war ich. In einem meiner früheren Leben. Ich dachte, du wärst vielleicht dazu bereit, mir bei der Renovierung des Hauses zu helfen. Es hat viel von seinem Charme verloren.
Im Laufe der Zeit. Ich glaube, irgendetwas muss damit passieren. Und da augenblicklich kaum jemand da ist, dachte ich, du bist vielleicht bereit, es mit mir zusammen umzugestalten. Sissi, das musst du dir, glaube ich, noch mal in Ruhe überlegen, weil es erforderlich wäre, dass wir dann viele Stunden eng zusammenarbeiten. Ich möchte, dass mein Haus wieder so wird wie früher. Und dass mein Leben so wird, wie es mal war. Bist du einverstanden? Ja, ich bin einverstanden. Sehr schön. Hat Warren Ihnen etwa gedroht? Nein, mir nicht. Mir würde er nie etwas tun. Okay, was hat er denn getan? Nichts. Ich hätte gar nicht davon anfangen sollen. Sagen Sie es mir, was hat er getan? Nein, es ist nichts. Ich habe auch noch sehr viel zu tun. Ich bin beschäftigt. Cassie, laufen Sie nicht wieder davon. Kommen Sie zu sich. Niemand zwingt Sie dazu, Mason zu heiraten. Verstehen Sie? Es geht nicht um Mason. Doch, zum Teufel. Und es geht um Sie. Die Frau, die Mason nur deshalb heiratet, weil sie Warren nicht haben kann. Nur darum geht es. Nicht wahr? So ist es doch. Ich kann nicht aufhören, an Warren zu denken. Ich kann nichts gegen dieses Verlangen machen. Ist ja schon gut. Nein, das ist nicht in Ordnung. Ja, ich weiß und ich nein, bin nein, ganz nein, Ihrer das Meinung. Hier, dass ich mich hier ausheule, dass ich mich Ihnen anvertraue, das ist nicht in Ordnung. Aber genau das sind Ihre echten Gefühle. Habe ich recht? Nein, ich bin einfach nur etwas durcheinander, das ist alles. Ich glaube, jeder ist vor seiner Hochzeit etwas angespannt. Sie sind nicht nur angespannt. Michael. Ich müsste glücklich sein. Ich werde einen wunderbaren Mann heiraten und ein traumhaftes Kleid tragen. Und es wird sehr feierlich werden. Den wollen Sie überzeugen. Sehen Sie doch. Wie schön das ist. Ein Kleid wie aus Tausend und einer Nacht. Und das bin ich. Die arme Waise heiratet den Märchenprinz. Ja, genau das ist es ja gerade. Das arme Waisenkind verliebt sich in ihren Prinzen und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Hey, Cruz. Warren, du siehst furchtbar aus. Das Hemd gefällt dir nicht? Oh doch, das finde ich gut. Und das sollte ich auch. Schließlich habe ich es für dich gekauft. Ach ja, richtig. Ja, wenn man das so sieht. Ich sehe es so. Habe ich jemals die Kohle gekriegt? Warum bist du hergekommen? Katharina war gerade da und sie und Suzanne kommen nachher vorbei. Hat Suzanne dir von den Bildern erzählt? Ja, und Katharina sprach über Dash. Und ich finde es richtig, dass du die Anzeige nicht gebracht hast. Aha. Was hat sie gesagt? Dass sie versucht, ihn zu finden. Ich vermute, sie hat ihn ein paar Mal getroffen und er hat sie auflaufen lassen. Oh. Hast du ihr gesagt, was mit ihm los ist? Nein, ich hab's nicht fertiggebracht. Besonders, weil er offenbar so vernünftig ist, aus ihrem Leben zu verschwinden. Dann behält sie ihn wenigstens in guter Erinnerung. Ja, ich will sie nicht traurig machen. Sie ist so lieb. Ja, ich weiß. Kaffee? Nein, danke. Ich hoffe, Michael spürt ihn auf und dann sehen wir weiter. Vielleicht haben wir ja Glück und wir sind ihn für immer los. Denkst du, sie versucht, die Anzeige nochmal aufzugeben? Das wäre schon möglich. Sie kam mir entschlossen vor. Ich werde es zu verhindern wissen. Eine gute Idee. Gefällt mir. Wir sehen uns. Ja. Ach, vielen Dank noch, dass du Suzanne hilfst. Das war sehr nett von dir. Oh, kein Problem. Ein bisschen Kunst im Schaufenster kurbelt vielleicht das Geschäft an. Und außerdem macht dann der ganze Laden viel mehr her, meinst du nicht? Ja, hier fehlt ein Samtbild von Elvis. Ein Samtbild? Ja, von Elvis, genau. Ich bin dann in der Oase und falls Katharina etwas sagt, das ich wissen sollte, ruf mich an. Gut. Okay. Cruz? Ja? Sie wird die Wahrheit irgendwann erfahren. Tja, davon gehe ich aus, aber wie erkläre ich denn einer so süßen Person, dass sie ausgerechnet auf einen Vergewaltiger reinfallen musste? Ich wusste nicht wie, also habe ich es gelassen. Als erstes solltest du vielleicht die Bilder auswechseln. Frischere Farben, etwas Fröhlicheres. Was meinst du dazu? Das könnten wir gebrauchen. Ich jedenfalls. Das Haus wirkt ohne Sophia wie ein Gefängnis. Naja, dann warst du wohl noch nie im Gefängnis. Santana, es tut mir leid. Wie egoistisch ich bin. Ich vergesse immer, dass du allein im Krankenhaus warst, ohne deinen Sohn. Und
Es tut mir leid. Du entschuldigst dich dauernd. Hör auf damit, Sissi. Du hast deine Fehler längst gut gemacht. Nicht mal annähernd. Stimmt, aber warte erst mal, bis du meine Rechnung bekommst. Santale? Du bist herzerfrischend, weißt du das? Mein Leben ist endlich wieder lebenswert. Ich werde es nicht verschwenden und der Vergangenheit nachweinen. So ist es recht. Die einzige Schwierigkeit ist jetzt noch, zu Brandon zu gehen und mit ihm zu reden. Ich kann das nicht erzwingen. Ich kann weder Gina kränken, schon seinetwegen, noch will ich ihn traurig machen. Das schaffst du. Da bin ich mir leider nicht so sicher. Ich bin sicher. Ich habe viel Vertrauen zu dir. In meinen kühnsten Träumen wäre ich nicht darauf gekommen, dass du mir so etwas sagen würdest. Diese Anzeige ist meine einzige Chance, ihn zu erreichen. Katharina, ich bin für sowas überhaupt nicht zuständig. Ich habe einen Assistenten. Wenn Sie mit ihm reden würden... Aber wird sie dann morgen erscheinen? Das kann ich nicht versprechen. Ich gebe Ihnen am besten das Geld wieder, dann haben wir das Problem aus der Welt. Es geht mir dabei nicht um mein Geld. Ja, bitte? Verzeihung, Mr. Lockridge? Nennen Sie mich Vaughn. Ja, gern. Ich hätte gerne mit Ihnen über eine wichtige Sache gesprochen. Könnten wir vielleicht einen Moment rausgehen? Oh, tut mir leid. Ich habe eine Besprechung. Wenn Sie warten wollen, können Sie das gern tun. Nein, dann regel ich das selbst. Vielen Dank. Ich bezahle Ihnen auch mehr, wenn es davon abhängt. Darum geht es nicht. Das hat nichts mit Geld zu tun, Katharina. Ich kann es nicht tun. Wieso nicht? Es gibt Gründe, die ich für mich behalten muss. Danke vielmals. Dann werde ich es eben woanders versuchen. Es tut mir leid. Also dann, bis nachher, ja? Okay. Was ist denn? Das ist ein wunderbares Bild. Danke. Wissen Sie was? Eden hat mal eins gemalt, das sah fast genauso aus. Tatsächlich? Das Bild ist aber leider in der bewussten Nacht verbrannt. In welcher Nacht? In der Nacht, als Sophia ange... Und wer hat es verbrannt? Ich gehe. Das war Cruz, nicht wahr? Nein! Cruz hat es verbrannt, weil er wütend war. Cruz hat nichts damit zu tun. Sie waren im Kamin der Cap... Sie haben mich reingelegt. Das freut Sie bestimmt sehr. Ja, das muss ich zugeben. Wird sie mir je verzeihen? Ob sie das sollte? Ob sie das sollte? Ich will doch nur ihr Bestes. Darum drucke ich auch diese Annonce nicht. Der Kerl ist nicht gut für Sie. Und Sie haben diese Entscheidung für Sie zu treffen? Cruz Castillo, bitte. Vergessen Sie bitte nicht, dass ich ein Journalist bin. So nennt man das jetzt. Eigentlich müssten Sie freundlich zu mir sein, wenn Sie Ihre Bilder hier aufhängen dürfen. Oh, soll das heißen, dass ich Ihnen deshalb in allem zustimmen muss? Cruz, ich habe etwas für dich. Ja, was denn? Ein Hammer. Und was für einer. Ich wollte dich warnen, weil es vielleicht nicht sehr angenehm für dich sein wird. Was? Bitte, Cruz, ich bin Journalist und es ist mein Job, Fragen zu stellen. Was meinst du? Worauf willst du hinaus? Wieso stand in deinem Bericht nicht eine Silbe davon, dass Edens Bilder im Kamin der Capwoods verbrannt wurden, nachdem man Sophia angeschossen hatte? Wo hast du das her? Das ist keine Antwort. Nein, ernsthaft, wer hat es gesagt? Katharina, aber es ist nicht ihre Schuld. Ich habe es ihr entlockt. Nicht sehr nett von dir, nicht wahr? Warum stand es nicht in dem Bericht, Cruz? Weil es mit dem Schuss auf sie nichts zu tun hat. Wenn du sowas verfolgst, kommst du von einer Sackgasse in die andere. Danke für den Anruf. Was gibt's? Sei so gut und treib diesen Nichols auf, bevor Katharina ihn findet. Diesen Mistkerl würde ich schon immer gerne finden. Ja. Zu dicht auf, mein Freund. Gefährlich dicht. Sagen Sie, reden Sie nicht mehr mit mir? Ich habe bereits alles gesagt. Ach ja, ihr Künstler. Ich habe schon viel von euch gehört. Ihr kommt auch ohne Worte aus. Es ist alles Gefühlssache. Ihr lasst eure Umgebung genau erkennen, was ihr empfindet. Ich wünschte, sie wären nicht sauer auf mich, nur weil ich meinen Job mache, Susan. Das mit Katharina ist nichts Persönliches. Komm heute Nachmittag um 3:30 auf die Terrasse in der Oase. Ach, und PS.
bring deine Kamera mit. Darf ich mal? Sie gehen schon? Nein, ich muss noch Bilder aus dem Auto holen. Wenn Sie zurückkommen, bin ich wahrscheinlich weg. Also machen Sie es sich bequem und nutzen Sie Ihre Zeit sinnvoll. Mach ich. Sie werden mir auch sehr fehlen. Sie habe ich gesucht. Hallo, Craig. Dürfte ich Sie vielleicht einen Moment sprechen? Ja, warum nicht? Allein. Narben stehen Ihnen. Ach, meine Güte. Sie mögen sich ja offenbar ganz besonders gut leiden. Ach, nicht der Rede wert. Was gibt's? Sie sehen heute fantastisch aus. Danke. Ich hätte eine Frage. Na, wie ungewöhnlich. Und zwar geht es um die Nacht, als Sophia Capwell angeschossen wurde. Tut mir furchtbar leid, darüber weiß ich nichts. Sie sind über dieses Haus doch besser informiert als die Leute, die drin wohnen. Aber nicht über diesen Abend, Warren. Sie ist hier gewesen. Sie sah furchtbar aus. Sie wurde angerufen, sah dann noch furchtbarer aus und dann ging sie. Wer rief an? Ich habe keine Ahnung. Wer war es, Gina? Ich sagte, dass ich es nicht weiß. Und wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen auch nicht sagen. Was würden die Leute von mir denken? Die Oase beschäftigt keine indiskreten Mitarbeiter. Sowas wird Ihnen nie jemand nachsagen. Danke sehr. Was sollte das bedeuten? Oh, das war nur Warren Lockridge, alias Clark Kent. Oh. Tut Ihnen der Rücken weh? Ich habe sicher nur falsch gelegen. Drehen Sie sich um. Was? Sie sollen sich umdrehen. Ach, nicht doch. Wir befinden uns hier in der Öffentlichkeit. Oh, nicht aufhören. Oh, Sie machen das wirklich wundervoll. Das ist nicht von meinen magischen Händen. Nein, aber ich werde es nie vergessen. Was soll das eigentlich werden? Stellen Sie sich lieber gut mit mir jetzt, wo Sie wissen, dass ich Sie mir aus der Hand frisst. Wie können Sie so niedrige Gedanken mit mir verbinden? Ich wusste nicht, dass Sie so wunderbar massieren. Aber ich verrate Ihnen etwas. Ich kann das auch. Also wahrscheinlich haben wir viel mehr gemeinsam, als wir geahnt haben. Für dich. Cassie. Ja? Willst du das Ziel deiner Wünsche sehen? Setz dein Teleobjektiv auf, dann siehst du es. Das sieht ja gar nicht schlecht aus. Du siehst aus, als wäre dir heiß. Komm doch rauf auf einen kühlen Drink.
Danke, ich hab schon einen. Der Service ist hier oben aber viel besser. Und viel persönlicher. Wenn du an meiner Schwangerschaft teilhaben willst, dann musst du nicht einmal fragen. Was ist mit Santana? Santana? Ja, ich habe gedacht, sogar gehofft, du springst über deinen Schatten und entschließt dich, sie mehr an Brandons Leben teilhaben zu lassen. Was erwartest du von mir? Ich dachte, du wärst jetzt empfänglich für sowas. Du wirst selbst bald Mutter und müsstest nachvollziehen können, was eine Mutter empfindet. Okay, ich werde es versuchen. Na schön. Sie wird jetzt sehr viel öfter im Haus sein. Sie wird mir helfen, die Räume umzugestalten. Na wunderbar. Wenn Brandon die Gelegenheit nutzen würde, ab und an vorbeizuschauen, dann... Und du meinst, dass ihm das Stoffe aussuchen Spaß macht? Hm? Okay, in Ordnung. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich werde mich diesbezüglich wie ein erwachsener Mensch verhalten. Ich wusste, du schaffst es. Aber nicht heute. Ich muss gleich zum Arzt. Wieso? Stimmt was nicht? Nein. Ich werde heute erfahren, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Ich gehe zum Ultraschall. Na, großartig. Und was wäre dir lieber? Egal. Hauptsache, es ist gesund. Du hast nicht vielleicht Lust, mitzukommen, ha? Nein, nein, lieber nicht. Naja, falls du es dir noch überlegst. Mhm. Was gibt's da zu sehen? Nichts, ich genieße nur die Aussicht. Kann ich das Telefon mitnehmen? Willst du dich einen Augenblick zu mir setzen? Tut mir leid, ich hab zu tun. Du hast gesagt, du wirst sehr froh darüber, Mason zu heiraten und alles wäre in bester Ordnung. Es ist alles wunderbar. Du weißt, ich verstehe was von Fotografieren. Und Fotos sagen die Wahrheit. Was sagen dir die? Sag alles ab. Nein. Dann tue ich es, ob du mich darum bittest oder nicht. Du willst diese Hochzeit gar nicht. Warum halte ich bitte daraus? Nein, das erwartest du von mir. Auch wenn du es nicht zugibst. Dash! Amado, was machst du denn hier? Es war so ein schöner Tag und da bin ich dir gefolgt. Im Ernst? Ja, und ich hörte dich eben Dash rufen. Du meinst doch Dash Nichols, nicht wahr? Ach, du kennst ihn auch? Ja, ich kenne ihn. Als du eben durchs Gebüsch kamst, dachte ich, er wäre es vielleicht. Naja, und warum rufst du nach Dash Nichols? Wir beide sind... Ist er etwa dein Freund? Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Weißt du, dass er Frauen vergewaltigt hat? Ich verkaufe Ihnen doch kein Bild. Wieso? Haben Sie was gegen mein Geld? Das ist ganz frisch gedruckt. Ich kann doch von Ihnen kein Geld nehmen. Wenn Sie eins wollen, dann gehört's Ihnen. Okay, aber das ist kein gutes Geschäft für Sie. Daddy? Na? Ich habe ein Bild von Mami gemalt. Du zeichnest ein Bild von Mami? Oh. Ich weiß gar nicht mehr, welche Farbe ihre Augen haben. Die Augen... Ihre Augen... sind blau. Ein ganz wundervolles, besonders kräftiges Blau, genau wie Adrianas Augen. Oh. Also wenn du Adriana fragen würdest, ob sie dich mal in ihre Augen sehen lassen würde, dann weißt du es wieder und malst das fertig. Ja, gut. Okay. Das hast du ganz toll gemalt, Chipper. Sie haben sie auch geliebt. Oh, Cruz, sie finden sie wieder. Und Chipper wird sie nicht vergessen, weil sie finden werden. Ich hoffe es. Ich werde tun, was ich kann, Susan. Was
sie gehören zusammen und da ist nichts, was sie jemals trennen kann. Nein, gar nichts. Oh, ich dachte schon, du hättest dich verlaufen. Bist du etwa müde? Nein, aber hungrig. Wir werden das ein bisschen aufschieben müssen. Wieso? Ich glaube, ich weiß, wer auf Sophia geschossen hat. Oh. Wirklich? Warren! Warren, mein Gott, was hast du denn vor? Zeit für ein kleines Spielchen. Es ist nur ein Spiel. Latex, Leder, Lack, Spielzeug für alle Liebeslagen. Ich kaufe im Erotikshop. Das Thema heute 15 Uhr.